Ist man auf der Suche nach einem VPN-Anbieter, wird man überschwemmt von VPN-Testseiten. So gut wie alle Seiten verdienen daran, wenn ihr deren Links nutzt, um einen VPN-Vertrag abzuschließen. Mein Kanal und meine Seite natürlich eingeschlossen. Aber der Reihe nach. Beginnen wir nach dem Intro mit der Analyse. VPN-Provider sind Dienstleister mit starken Skaleneffekten. Am besten lässt sich ein VPN-Service betreiben, wenn man viele Nutzer über den Globus verteilt auf seinen Servern hat. Nutzt man einen VPN, teilt man sich den Server in der Regel mit anderen Nutzern. Umso mehr Nutzer ein VPN-Dienst hat, umso lukrativer lässt er sich betreiben und die Gewinnspannen steigen. Deshalb beteiligen die VPN-Anbieter Werbentreibende sehr stark an Neukundenwerbung. Ein paar Beispiele. AirVPN beteiligt seine Affiliate-Partner mit 20% Einkäufen. NordVPN zahlt zwischen 40 und 100% für Neukundenwerbung. RussVPN wirbt mit bis zu 90% Beteiligung. Diese Konstellation macht die Dienste interessant für Online-Marketing. So ist es auch zu erklären, warum es so viele Seiten gibt, die sich mit dem Thema VPN beschäftigen. Auch ich teste gerne VPNs, zum Teil aus eigenem Interesse, zum Teil aber auch wegen der interessanten Affiliate-Kommission. Ich möchte es aber mal ganz konkret machen. Nehmen wir den Anbieter RussVPN. Beim Start der Installation blockiert Windows die Ausführung und das diesmal auch zu Recht. Seit Monaten wird die Software nicht signiert. Bei einem Anbieter, der sich selbst als sicherster VPN-Dienst bezeichnet, muss ich schon erwarten können, dass die Installationsdateien signiert sind. An dieser Stelle könnte jeder seriöse Tester den Test abbrechen und vor dem VPN warnen. Wer neugierig ist, kann noch herausfinden, dass bei aktiver VPN-Verbindung die IPv6 liegt. Auch das sollte bei jedem VPN-Test auf der Checkliste stehen. In meinem Test zu RussVPN hatte ich diesen Punkt nur kurz in einem Screenshot gezeigt. Da das aber für Kritik gesorgt hat, nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf und zeige das ausführlicher. Man sieht also meine IPv6, die ich habe, wenn ich keine Verbindung habe. Woher weiß ich das? Naja, beim RussVPN Client steht Disconnected, da steht auch meine IPv4, die ich von Vodafone bekommen habe, ich verpixel die jetzt auch nicht und ihr seht meine vollständige IPv6. Ein Punkt, warum die vielleicht noch falsch angezeigt wird, könnte natürlich sein, dass der Browser irgendwas gecached hat oder so, deshalb lösche ich jetzt auch nochmal den Cache und lade die Seite neu, aber auch das zeigt keine Änderung. Jetzt gehe ich mal auf eine Seite, die ich jetzt vor dem Video noch gar nicht angesurft habe, nämlich zum Beispiel wieismeineip.de und auch die zeigt mir meine Adresse, die auch von Vodafone kommt. Ich kann auch einfach mal mit den Ultra-Tools einfach prüfen, wem gehört eigentlich die Adresse, gehört die zu irgendeinem Serveranbieter oder vielleicht gehört die mir. Kann man ja einfach eingeben, die IPv6, und da sehe ich halt, dass die Vodafone gehört. Und ja, was ein Zufall, Vodafone ist auch mein Anbieter. Ich kann auch jetzt beliebige andere IPv6-Tests hier anklicken und mal laufen lassen und alle finden komischerweise meine IPv6 raus, obwohl ich ja eigentlich im RussVPN-Tunnel bin und einem der sichersten VPNs der Welt sein soll. Der VPN ist damit völlig unbrauchbar und das Problem ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Torrents laden würde, wird meine IPv6 eben geleakt und Abmahnanwälte könnten mich halt direkt abmahnen, weil sie ja meine originale IP-Adresse haben. Das heißt, wer jetzt also einen Test über diesen VPN-Anbieter schreibt und den als gut bewertet, obwohl er die stumpfe Grundfunktion eines VPN, nämlich die IP zu verschlüsseln, nicht einhalten kann, dann lässt er seine Nutzer ins offene Messer rennen. Dann schauen wir doch einmal, wie der VPN bewertet wird. Beim VPN-Anbietervergleich erhält der VPN 8,4 von 10 Punkten. Bei Anonym Surfen Online erhält der VPN die Note sehr gut. Auf Redaktionstest erhält der Anbieter 94 von 100 Punkten. Schlimmer wird es nur beim VPN-Checker. Hier erhält RussVPN bei der Sicherheit 5 von 5 Punkten. Hier wird im Video sogar mein Video über RussVPN der Falschdarstellung bezeichnet. Aber hören wir doch einfach mal rein. Hier auf YouTube kursiert ein Video, welches behauptet, dass die Server von RussVPN leaken, also die IP-Adressen freigeben bzw. verraten. In diesem Video wurde RussVPN knallhart vorgeführt und es wurde gezeigt, dass RussVPN mit IP Version 6 anscheinend die eigene IP-Adresse anzeigt. Dieser Test ist allerdings alles andere als aussagekräftig, denn anstatt RussVPN hier in aller Öffentlichkeit vorzuführen, haben wir uns dazu entschlossen, RussVPN einfach mal zu fragen und um eine Stellungnahme gebeten.
Heraus kam, dass die angezeigte, aber für uns durch einen Balken abgedeckte IP-Adresse mit der deutschen Flagge nicht die Adresse des Anwenders gewesen sein kann, sondern die IP-Adresse der Firma ist, welche diese Adresse in Besitz hat. Denn RustVPN arbeitet noch gar nicht mit IP-Version 6, sondern mit IP-Version 4. Also erstmal, auf YouTube kursiert kein Video. Ich habe das Ganze mal unter meinem Kanal hochgeladen. Ich habe ein Impressum, man kann mich jederzeit anschreiben, wenn man Fragen zu meinen Videos hat oder denkt, dass da irgendeine Falschdarstellung drin ist. Ich war ja auch mit RustVPN in Kontakt. Ich habe die ganzen Sachen ja auch entsprechend gemeldet und habe da keine Rückmeldung bekommen. Dass Monate später die Fehler immer noch so da sind, wie sie bei meinem ursprünglichen Test waren, zeigt ja, dass da überhaupt gar kein Interesse besteht, die Fehler tatsächlich zu beheben. Zum anderen verstehe ich die Schlussfolgerung zu der IPv6 hier in dem Video gar nicht. Ich habe nur einen Teil meiner IPv6 gezeigt. Unten steht auch Brandenburg und komischerweise ist das auch das Bundesland, in dem ich lebe. Aber mal unabhängig davon kann man an den letzten 8 Stellen von der IPv6 nicht herausfinden, wem die IP gehört. Der Autor gibt also jetzt hier unumwunden zu, dass er von IPv6 auch überhaupt keine Ahnung hat. Also das kann man einfach nachgoogeln. Keine Ahnung haben ist ja nicht so schlimm, aber dann halt Falschbehauptungen im Internet aufzustellen, ist dann schon eine andere Nummer. Die Information hat er auch gar nicht selber ermittelt, wie sich dann später herausgestellt hat, sondern die hat ihm einfach RustVPN so erzählt und er hat das dann so nach draußen gepustet. Selbstverständlich habe ich jetzt vor diesem Video den Kanalbetreiber kontaktiert und gebeten, dass das Video mit den Falschbehauptungen runtergenommen wird. Das ist nicht geschehen, deshalb muss ich mich jetzt hier damit auseinandersetzen. Immerhin gibt der Betreiber unumwunden zu, dass er sich selbst als Sprachrohr von RustVPN sieht und nicht als Tester. Warum er das Video dann Test nennt, ist mir noch schleierhaft. Es muss bei einem Test darum gehen, die Nutzer vor unseriösen Anbietern zu schützen und sie nicht ins offene Messer laufen zu lassen. Den einzig aussagekräftigen Test konnte ich bei TechRadar finden. Zwar wurden die Probleme, die ich gefunden habe, nicht angesprochen, das kann aber auch einfach an einer anderen Softwareversion liegen. Zumindest wurden viele andere Probleme mit deren Software angesprochen und der VPN hat nur 2,5 von 5 Sternen erhalten. Was haben wir daraus gelernt? Selbst offensichtliche und gefährliche Fehler, die jeder Laie einfach nachprüfen kann, werden von VPN-Tests nicht offengelegt. Ob dahinter nun Unwissen oder Absicht steckt, lässt sich nur mutmaßen. Ich versuche zwar meine Tests objektiv durchzuführen, was dazu geführt hat, dass ich nur wenige Anbieter empfehlen kann. Trotzdem, auch ich benutze Affiliate-Links in meinen Tests und ich kann absolut verstehen, wenn das nicht vertrauenserweckend ist. Das Einzige, was hilft, ist den VPN selbst zu testen und notfalls sein Geld zurückzufordern. Was aber sollte man testen? Hier habe ich eine kleine Liste für euch, die dabei hilft, den richtigen VPN-Anbieter zu finden. Vor dem Kauf. Wie ist die Datenschutzerklärung gestaltet? Geht daraus hervor, wie der Anbieter mit euren Daten umgeht? Wie seriös wirkt die Website? Werden Dinge versprochen, die ein VPN gar nicht leisten kann? Schaut dazu mal mein Video mit den 5 VPN-Mythen. Wie viele Daten will der Anbieter zum Anlegen eines Accounts haben? Gibt der VPN-Anbieter transparent an, welche Verschlüsselungsalgorithmen und welche Protokolle verwendet werden? Nutzt eine Zahlungsweise, die ihr im Zweifel zurückfordern könnt, oder nutzt einen kurzen Zeitraum, um den Schaden zu minimieren, falls der VPN eine Enttäuschung ist. Kann ich eine Verbindung über verschiedene Ports herstellen, um Zensur zu umgehen? Kann ich diese Ports in der Windows-Software einstellen? Wird meine IP erfolgreich verschleiert? Dies kann man auf der Website ipleak.net testen. Hier kann man sogar einen Torrent laden, um zu prüfen, welche IPs im Torrent-Netzwerk sichtbar werden. Die Seite prüft auf IPv6, DNS und WebRTC-Leaks. Wie schnell ist der VPN? Dazu bietet sich die Speedtest-Seite nperf und OVH an. Welche Softwareversion wird verwendet? Wird OpenVPN verwendet, kann man einfach die Version herausfinden, indem man die OpenVPN-Exe-Datei mit --version aufruft. Bei RustVPN findet man dann zum Beispiel heraus, dass uralte Software verwendet wird, die schwerwiegende Sicherheitslücken enthält. Bestimmt habt ihr noch den ein oder anderen Tipp, auf was man bei einem VPN achten kann. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euch wichtig ist bei einem VPN.